Da sind wir wieder bei Sie Banner Saga und Oddlife hat uns ja noch was zu erzählen, deswegen machen wir uns doch gleich mal auf in dieses Zelt hier und schauen mal, was denn da so los ist. Wie geht's denn, Odd? Ich bin in Ordnung. Oh, aber nachdem ich das Banner gegeben habe, wurde mir klar, dass ich wohl den falschen Eindruck gemacht habe. Mein Mann wird immer noch ständig bewusstlos. Es sieht nicht gut aus. Das ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Es einfach nicht zu wissen. Die Leute sagen mir, ich sei eine starke Frau. Kurios, mein Vater nannte mich Oddlife, bevor ich überhaupt geboren war. Er wollte unbedingt einen Jungen. Starke Frau, was heißt das überhaupt? Es bedeutet, dass du zurechtkommen wirst. Das ist nicht stark sein, das ist nur sein. Wenn ich nicht fühle, während mein Mann stirbt, halten die Leute mich für stark. Wenn ich weine, weil mein Inneres in Flammen steigt, gelte ich als schwach. Warum fühlt sich das so rückständig an? Tut mir leid, Rook. Es war hart. Du weißt nicht recht, was du sagen sollst. In all den Jahren, die du die Frau des Oberhaupts schon kennst, war dies wohl euer längstes Gespräch. Du hast nach mir schicken lassen? Ja, es geht um das Banner. Ich habe lange darüber nachgedacht. Er hat mich gebeten, es dir zu geben, wenn etwas geschieht, weißt du? Warum mir? Er hat sich immer auf dich verlassen, Rook. Es sollte meines sein. Ich könnte es tragen. Aber ich habe darüber nachgedacht, warum er dich benannt hat. Ich verstehe es. Sie werden keiner Frau folgen. Die Familien würden fortgehen. Unsere Banner würden geteilt. Patschi! Patschi! Gesundheit, danke sehr. Ich verstehe es. Ach so, das hat's da gerade schon gesagt. Schau, es geht nicht um unsere kleine Stadt. Was geschieht, wenn wir mal etwas von einem anderen Clan brauchen? Was passiert, wenn jemand denkt, er kann uns ausnutzen? Ich glaube, dies ist es, was geschehen muss. Vielleicht macht das eine starke Frau aus. Sie blickt zur Seite und lächelt da schüchtern. Ich weiß nicht, ob das Dümmste ist, was ich hier gehört habe, oder das Netteste. Sieh mal, ich weiß, dass ich dies hier in die Länge ziehe. Das stimmt. Unser Let's Play wird damit wahrscheinlich Überlänge haben. Damit hast du recht. Die Wahrheit ist, dass mein Mann und ich nie Kinder haben konnten. Ich will nicht, dass unser Banner hier endet. Bei dir und Alette wird es sicher sein. Ich weiß, dass du dich um sie kümmern wirst. Sie legt dir die Hand auf die Schulter, bevor sie zurück ins Lager geht. Hey, plus 5 Ansehen. Yay! Okay. So, dann würde ich sagen, können wir wieder aufbrechen, oder? Ja, brechen wir wieder auf. Lass uns in die Hörner brechen und aufblasen. Bei einem kleinen Abzweig suchen dich einige Kämpfer auf. Sie haben etwas Gepäck dabei. Wir kennen diese Gegend, meint einer. Wir haben hier viele Jahre bei Verwandten gewohnt. Wenn sie noch hier wohnen, müssen wir sie warnen vor dem, was kommt. Mit Glück stoßen wir innerhalb einer Woche wieder zu euch. Auf jeden Fall ist hier so etwas beliebt, meint ihr? Dann wünschen wir den Camper doch einfach mal Glück. Du nickst ihn zu. Familie ist Familie, sagst du. Tut, was ihr tun müsst, um sie zu beschützen. Der Mann klopft dir auf die Schulter und zieht ihn los. Nochmal 5 Ansehen bekommen, 8 Kämpfer verloren, ist okay. Da hinten ist schon Frostweller. Es werden neue Beschwerden über Raffenswarters zügelloses Saufen laut. Man könnte auch einen einfacheren Namen nehmen, aber okay. Dieses Mal ist der Mann über Zeltleinen gestolpert und hat sie versehentlich durch ein Lagerfeuer gezogen, worauf fast ein Vorratswagen abgebrannt wäre. Andere Clanmitglieder löschen sowohl den Wagen als auch Raffenswarters Bein. Dann bringen sie ihn zu dir. Dieser Mann soll ab sofort nur noch Wasser trinken. Das ist gut.
Raffens Vater erklärt sich betrunken einverstanden und leiht einige Versprechen, sich zu bessern. Viele der Zuschauer schnauben und rollen mit den Augen, aber sie wenden sich wieder ihrem Alltag zu. Du bezweifelst, dass es lange andauern wird, bis Raffens Vater wieder etwas anderes als Wasser zu trinken findet. Egal, was du sagst. Wüter! Ertönt ein Schrei aus dem hinteren Teil der Karawane. Er kommt von Raffens Vater, dem Dauersäufer, der auf dich zustolpert. Sehr nüchtern sieht er nicht aus. Er schreit noch einmal und zeigt auf seinen Punkt in der Ferne. Die Karawane verfällt in Angst und die Kämpfer ziehen ihre Waffen. Doch die ausgeschickten Kundschafter können nichts finden, bis bald ist Raffens Vater wieder von wütenden Männern umringt. Von den Klammitwählern geschossen, Wüter Raffens. Komm, wir hauen ihn aus der Karawane jetzt. Die kümmerlichen Habseligkeiten des Mannes und einige Vorräte werden auf einen Haufen geworfen, während alle anderen weiterziehen. Er wird locker an einen Baum gebunden. Du nimmst an, dass er sich bald losbinden kann, sobald er nüchtern ist. Bitte, ich schwöre! Fleht er hinter dir her, als er endlich seine Lage erkennt. Ob seine Güter Einbildung waren oder nicht, du rechnest nicht damit, ihn wiederzusehen. Aber da macht er uns vielleicht weniger Ärger. Once a strong, thriving city, the walls of Frostwetter now just keep the howling winds at bay. With luck, they'll hold out against Dredge as well. Genau, und hier betreten wir jetzt die Stadt Frostweller. Übersehen sind wir auch nicht die einzigen, die hier sind. Schon da hinten sind einige. Hopp. Du drängst dich durch die zahllosen, bleichen, eingesunkenen Gesichter, die seit Tagen vor Frostweller festgefroren zu sein scheinen. Die Tore sind geschossen. Am Fuße des Hügels hältst du an. Das sieht nicht gut aus. Warum sind so viele Leute auf den Feldern? Wir können nicht einfach so im Freien bleiben. Otley findet dich zwischen den zahllosen Flüchtlingen. Rook, ich habe mit ein paar der Frauen hier gesprochen. Es wird niemand in die Stadt gelassen. Weswegen? Sie ist überlaufen mit Wahl aus Blödbalka und Grauhorn, Leuten aus Bitra und anderen Dörfern in der Nähe. Die Wüter sind überall. Und das Oberhaupt von Frostweller hat sich in seiner großen Halle verbarrikadiert. Da haben sie die Tore geschlossen. Wenn die Wüter kommen, färben sie die Hügel rot. Wir müssen da rein. Ich will mehr über das erfahren, was drin vor sich geht. Es sind viele Leute bei den Ratshäusern und den Toren versammelt. Wir könnten herausfinden, was sie wissen. Wie sollen wir denn da reinkommen? Das Tor ist doch zu. Ich kann das Tor öffnen. Mal sehen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, bevor wir die Tore einschlagen. Ich wollte es nicht einschlagen. Nur sehr stark drücken. Open the gate. Gehen wir mal ans Tor. Ihr nähert euch dem Tor, vor dem sich hunderte Leute versammelt haben. Im zertrampelten, blutbeschmierten Bereich vor den Toren liegen mehrere pfeilgespickte Körper, als gehörten sie dorthin. Offenbar beansprucht sie niemand. Die Schützen auf den Mauern lassen keinen Zweifel daran, dass niemand hineinkommt. Die Männer und Frauen vor den Toren flehen um Gnade und Einsehen, sofern sie nicht fluchen und mit Steinen werfen. Ich will erstmal Erkundigungen bei den Leuten einholen. Du verbringst eine Stunde mit zahlreichen Leuten, die alle die gleiche Geschichte erzählen. Vor einigen Tagen hat das Oberhaupt sich eingeschlossen und die Tore verrammelt. Seither werden keine Flüchtlinge mehr hineingelassen. Dabei haben sie riesige Vorräte da drin, fügt einer hinzu. Sie horten sie einfach. Ich würde mal die Wachen anrufen. Wir kommen aus Skugga, öffnet das Tor, rufst du zu den Schützen, ohne große Hoffnungen zu. Du wirkst etwa so viel, wie du erwartet hast.
Die Schützen auf den Mauern lassen keinen Zweifel daran, dass niemand hineinkommt. Achso, ja, okay. Und dieses Tor willst du aufschieben, Ivar? Ich versuche es. Grummelt Ivar und taxiert die Torflügel, die aussehen, als könnten sie eine mittlere Armee aufhalten. Und wenn die Leute dich beschießen, mit heißem Öl begießen, dann bringt ihr sie um, sagt er. Du bist nicht sicher, ob dies der beste Plan ist. Klingt auch nicht nach dem besten Plan, ne? Na gut, versuch es oder das machen wir nicht. Naja, wenn wir jetzt da... Wenn wir das jetzt versuchen, machen wir vielleicht das Tor kaputt und bringen die Leute hinten um, die alle vielleicht mithelfen könnten, wenn die Wüter wirklich kommen. Wenn wir es nicht machen, finden wir vielleicht einen anderen Weg. Dann machen wir einen anderen Weg. Das ist eine lausige Idee, sagst du. Wir wissen nicht mal, wie viele da drin sind. Ivar verschränkt die Arme. Fast scheint er erleichtert, dass er seiner Prahlerei nicht gerecht werden muss. Die Schützen auf den Mauern lassen keinen Zweifel, bla bla, das Tor verlassen und etwas anderes versuchen. Ihr verlasst die Menge und geht den Hügel wieder hinunter. Um die Ratshäuser sind viele Leute versammelt, zeigt Otleif. Vielleicht finden wir da Hilfe oder können uns nützlich machen. Dann rasten wir doch einfach mal. Ihr verbringt einen ganzen Tag bei den Ratshäusern. Jeder erzählt die gleiche Geschichte. Es sind zahlreiche Verwundete hier, sagt Alette. Wir können ihnen helfen. Das ist gut. Dann versorgen wir doch erstmal die Verwundeten. Alette, Otleif und weitere Leute aus der Karawane verbringen den Tag mit dem Behandeln von Wunden, die überwiegend den Schützen auf den Mauern zu verdanken sind. Eine Frau hat gesagt, dass die Stadt Wagen mit Lebensmitteln herumschickt, erzählt die Otleif. Das könnte eine Möglichkeit sein, reinzukommen, gibt Ivar zu bedenken. Wenn sie das nächste Mal einen Wagen schicken, bringen wir ihn wieder rein. Otleif protestiert. Das dürfte nicht nur zu einem Kampf führen, sondern auch dazu, dass die Flüchtlinge nichts zu essen haben. Abwarten und sie zur Rede stellen. Halt dein Schwert unten, bis es gebraucht wird, sagst du, Ivar. Wir verhandeln, wenn sie nicht auf Kampf bestehen. Früh am nächsten Tag entdeckt ihr, wie ein weiterer Wagen das Stadttor verlässt. Als die Flüchtlinge das Essen erhalten haben, nähert ihr euch. Halt, mein Freund! Ich wollte mit mir reden. Ich wollte es nicht. Da brauche ich wieder eine Stimme. Ich glaube, ich weiß, warum nicht. Wenn wir wüssten, dass hier draußen noch mehr Kämpfer und Wahl sind, hätte Ekil euch vielleicht in die Stadt gebracht. Du kannst uns in die Stadt bringen? Das habe ich nicht zu entscheiden. Ich nehme euch mit, wenn ihr wollt. Warum sollte dieser Ekil uns reinlassen? Ach, das erklärt ihr besser selbst. Gut, gehen wir. Er nickt. Ihr folgt ihm zu den Toren, die für euch geöffnet werden. Ein Mann in Schwarz kommt euch entgegen, als ihr eintretet. Ah, schon wieder ein neuer. Was zum Abgrund ist das? Der Mann befiehlt seiner Wache, die Türen wieder zu schließen, bevor andere Flüchtlinge es merken. Du sagtest, dass du Kämpfer bist. Habt ihr vom Oberhaupt gehört?
versteckt sich angeblich in der großen Halle. Ach ja, im Grab wohl eher. Er ist Wurmfutter, falls das nicht klar war. Was ist hier geschehen? Sobald klar war, dass Wüter kommen, wurde jeder, der keine Axt schwingen kann, einen Kopf kürzer gemacht. Das ist jedenfalls die Zusammenfassung. Hier kriegen sich mindestens 3 Klane wegen Boden und Essen und die schlimmsten sind die verfluchten Wal. Er beäugt Ivar und zuckt übertrieben die Achseln, als würde er nur das Offensichtliche feststellen. Wir sind hier gefährdeter als draußen. Sieh mal! Ich war hier zuständig, bevor alles den Bach runterging. Ihr habt Leute, die kämpfen können, und ihr habt euren eigenen Wal. Das ist was wert. Euch kann ich in der großen Halle sicher unterbringen. Ihr kämpft für mich und gewinnt Frostweller zurück. Ich schlage mich nicht auf eine Seite. Es ist zu schwierig zu beurteilen, wann die Guten zu den Bösen werden. Bitte macht die Schafe los und passt auf euch selbst auf. Was kümmert es mich? Ich will jetzt nur von den verdammten Straßen runter. Überlegt euch genau, was ihr wollt. So, dann haben wir jetzt wieder eine große Entscheidung vor uns, ne? Wir schlagen uns schon durch in Frostweller. Hier bleiben wir nicht. Wir kommen mit dir fürs Erste. Ich sag mal, wir schlagen uns hier schon durch. Du merkst, wie Ekel dich sofort taxiert, eine Hand beim Axtstiel. Dann schnaubt er und überlegt es sich anders. Dann viel Glück. Hoffentlich kommen wir uns nicht mal ins Gehege. Die Tore sind verschlossen und Ekel und seine Männer verschwinden durch dunkle Gassen. Hoffentlich wissen wir, was wir tun. Wir improvisieren die ganze Zeit, Ivar. Kapitel 3. Sie schliefen nur wenig. Und da das Ganze schon ein neues Kapitel ist, sollte das vielleicht dann auch die Zeit für eine neue Folge werden. Denn wir wechseln jetzt anscheinend auch gleich zur anderen Gruppe. Genau, da ist Moga. Hakon, wir sind zurück! Ich konnte etwa so viele Krieger aus Strand holen, wie du wolltest. Waffen sogar mehr, Sondervorräte auch. Du hebst den Kopf, erst jetzt merkst du, dass Moga mit dir redet. Seit Vognir tot ist, erwartet jeder, dass du die Entscheidungen triffst. Es ist ermüdend. Hakon? Aber ich würde sagen, hier machen wir dann jetzt auch. Wobei, Moment. Ich habe dich gehört. Ich sagte, dass die Wahl zurück sind, die wir nach Strand geschickt haben. Der Statthalter hat uns von dem, was wir wollten, das meiste gegeben. Immerhin hat er sich sehr gesträubt. Etwas. Ich glaube, er war nicht glücklich, dass wir seine Krieger mit seinem Geld gekauft haben. Außerdem bestand er darauf, dass wir einen Lakaien mitnehmen, der auf sein Eigentum aufpasst. Ein Mann mit dem Namen Eirik. Eirik? Den habe ich getroffen. Er schien mir recht fähig zu sein. Einerlei, der Statthalter wird es finden müssen, wenn er nicht will, dass die Wüter sich auf seine Straßen drängeln. Als du unterwegs warst, haben wir alle Schlacken kalt gemacht, die hier durchgekommen sind. Schlacken? Egal. Dann genug geplappert. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den... Siehst du, es sind schon wieder mittlerweile so viele Charaktere, dass man langsam durcheinander kommt, wem man welche Stimme gibt, ne? Bist du sicher, dass deine Wunden verheilt sind, Ludin? Ich glaube auch, dass schon genug schiefgegangen ist. Sollte dem Prinzen auf einer Friedensmission etwas zustoßen, das Bündnis wäre zu Ende. Oder schlimmer. Mein Gott, ihr sollt ein kurzes Gespräch führen, damit ich hier mal Ende machen kann. Mein Gott.
Wogne ist tot. Es gibt keinen Grund zu bleiben. Was soll ich denn tun? Zu meinem Vater zurückkehren und ihm sagen, dass sein Wahl tot ist und das Bündnis daher Geschichte ist? Er hat recht. Als Wogners Kinder hast du die gleichen Verantwortlichkeiten, Hakon. Wir müssen dies ja doch irgendwann tun. Und ich mach das nicht alles noch einmal mit. Entweder bringt ihr uns jetzt durch die Wanderstraße oder ihr tut eure Arbeit und tütet ein paar Wüter. Ludin grollt und wendet sich abrupt ab. Er stampft zu seinem Ring aus Zelten und Gefolge zurück. Mit so vielen Leuten ist die Wanderstraße gar nicht drin. Ich könnte dem Knaben mit einer Hand den Schädel knacken. Wenn Ludin unbelehrbar ist, musst du damit zurechtkommen. Lass dich nicht von Ludin irre machen. Gehen wir, ich kann die Müllkippe nicht mehr sehen. Ja, ihr wollt mich alle verwirren, oder? Ihr gebt mir ganz anderen... Was sage ich den Kriegern, Hakon? Ihnen sagen, dass sie vorsichtig sein sollen. Keine Verluste mehr. Berge mit Wüterleichtern pflastern. Ich würde mal sagen, hier, Wüterleichen. Das passt ganz gut. Wir wollen ja unseren Prinzen hier so ein bisschen rächen. Gut. Den Befehl, gibt ihr Befehl und wir brechen auf. Sehr schön. So. Können wir jetzt hier die Folge zu Ende machen? Ja, können wir. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit der altbewährten Truppe mit Ubin und Moga und Hakon und dem Ludin und so weiter und so fort. Es geht jedenfalls wieder weiter.